Ho, 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 meine Lieben, mein Name ist Fonsa und ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt zum nächsten Türchen meines diesjährigen Starterkalenders. Heute erwartet uns ein etwas größeres Paketchen, also in Relation zu dem vom letzten Mal, und da freue ich mich besonders drauf, denn früher als kleines Kind habe ich immer die größten Geschenke mit etwas Großartigem assoziiert. Sprich, ich dachte immer, die größten Geschenke wären auch die besten. Letzten Endes musste ich ja noch die Verpackung entfernen und dann konnte ich darauf reagieren oder sagen, ob es auch wirklich das beste Geschenk war. Aber das wollte ich gar nicht sagen, sondern wenn ich das so mit der heutigen Jugend vergleiche oder wie ich feststellen konnte, freuen die sich eher auf die kleineren Pakete, denn da könnte sich ja potenziell ein Smartphone sich drin befinden, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Aber wir sind ja nicht die, wir sind ja bei Einfach Fanta und ich mag die großen Brummer. Dementsprechend widmen wir uns heute diesem wunderbaren Paketchen dort drüben. Und ja, da wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Opening. Wir wechseln kurz mal hier auf die andere Seite der Macht, um den reichlich gedeckten Tisch zu zeigen. Und in diesem Sinne gehen wir rüber zum Aufnahmetisch. Ich wünsche euch, wie gesagt, ganz viel Spaß mit diesem Video. Haut da rein, eure Fanta, und bis gleich. Dankeschön, dass ihr noch drin geblieben seid. Wir leiten jetzt so langsam aber sicher das Opening ein, beziehungsweise das Opening der Post von den prominenten Wesen der Pokémon-Welt. Und da greife ich doch mal hier in meine Grabbelkiste und ziehe euch den ersten Brief heraus. Und dieser ist anscheinend vom guten Flamly an uns, an die Community. Mal schauen, was denn das gute Flamly so zu sagen hat. Und er hat wieder mal ein paar Codekarten für uns bereitgestellt. Dankeschön an das Flamly dafür. Und dann gucken wir doch einfach mal, was wir denn so haben. Ich habe beim Schnitt festgestellt, dass im letzten Türchen so die ein oder andere Panne stattgefunden hat, was das Zeigen der Codekarte anbelangt. Und das fand ich schon ganz schön witzig, muss ich sagen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Irgendwie war ich so konzentriert und auch müde, müsst ihr wissen. Denn ich habe sehr viele Aufnahmeversuche gebraucht, bis ich das endlich gut gemeistert habe, aber ja, anscheinend war es letztendlich keine sonderliche Meisterleistung, aber okay, das hat mir beim Schnitt einen kleinen Lacher verschafft und deswegen konnte ich einfach darüber hinwegsehen und letzten Endes war es ja, glaube ich, ein gutes Video, also ich hoffe zumindest, dass es euch gefallen hat. Hoffentlich konntet ihr aus den Codekarten von einem guten Flamly etwas Schönes für eure Online-Sammlung ziehen, aber jetzt gehen wir über zum zweiten Brief, dieser ist nämlich von dem guten Otaro und da schauen wir auch direkt mal rein, was er denn so zu berichten hat. Anscheinend ist das ein etwas längerer Brief, weshalb ich jetzt einfach mal auf ein Fun Fact schließe. Denn wusstest du, dass die Einhalt-Starter alle eine hohe politische Stellung im Namen haben? So ist im Namen Serpi Royal das Wort Royal, welches ein Synonym für königlich ist. In Flambirex das lateinische Wort Rex für König. Und in Admurai, Admiral, einem hohen militärischen Dienstgrad. Ja, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen und ich finde das eigentlich ganz kreativ, denn die Pokémon basieren ja nicht nur teilweise auf Tiere, die es ja in echt gibt, sondern sie haben hier nochmal so einen kleinen Bezug auf das, was sie auch darstellen. Denn ich habe, glaube ich, gelesen, dass die Musterung auf Flambirex Körper so ein bisschen auch dieses traditionell Chinesische darstellen soll. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, was die Begrifflichkeiten anbelangt und wie das genau in der Wiki stand, aber ich kann euch das gerne mal einblenden. Das finde ich ganz kreativ, wie gesagt. Und das ist ein sehr, sehr schöner Funfact. Dankeschön an das Otto. Wir machen jetzt weiter mit dem dritten Brief. Dieser ist nämlich von dem guten Shiggy. Da schauen wir auch direkt mal rein, was er so zu sagen hat. Denn das gute Shiggy sagt, in Generation 6 kann man alle Starter erhalten. In X und Y die der ersten und sechsten Generation, in Oras die der zweiten, dritten, vierten und fünften Generation. Einfach Fanta hat mich in Pokémon Y als ihr Teammitglied ausgesucht. Ja, das ist wahrlich eine sehr, sehr schöne Sache von Pokémon gewesen, denn ich fand es immer toll, die ganzen Starter zu besitzen und finde es sehr, sehr schade, dass in manchen Spielen das nicht möglich ist. Und
Hierbei habe ich, wie auch Shigi es schon ganz gut geschildert hat, in Pokémon Y ihn auch ausgesucht, denn ich kann immer ein Wasserstarter oder ein Wasser-Pokémon eher gesagt gut in mein Team gebrauchen, aufgrund der damaligen VMs, aber auch weil Wasser-Pokémon sehr essentiell für das Spielerlebnis sind. Also, wie wir alle wissen, lauern in der Pokémon-Welt viele Feuer-, Gestein- und auch Boden-Pokémon, weshalb so ein Wasserstarter in diesem Falle, das Shigi natürlich eine sehr gute Wahl ist, ein sehr wichtiges Mitglied in unserem Team. Und ja, jetzt geht es auch schon weiter zum eigentlichen Opening. Ich danke euch vielmals, dass ihr immer diese Geduld aufbringt, erstmal diese Post mit mir durchzuschauen und dann erst das eigentliche Opening beizuwohnen. So, ich räume hier mal ein bisschen auf und dann hole ich mal den Schmaus. Da es wahrscheinlich von eurer Seite keine Einwände mehr gibt, mache ich das gute Stück auf und dann sehen wir uns gleich wieder beim Opening. Passend zum Shigi gibt es heute sozusagen seinen großen Bruder, nämlich das Turtok in der VMAX Collection Edition, in der Kampfbox, so heißt der Titel. Und das ist ein Produkttyp, den es so, glaube ich, auch noch nie gegeben hat, denn wir sehen hier eine Packung Sleeves und das ist etwas richtig Cooles. Das ist auch der Grund, wieso ich diese Box sehr gerne mag und mir unbedingt auch für diesen Starterkalender passenderweise besorgen wollte. Da bin ich wieder und hier haben wir auch schon unsere wunderbare Turtok VMAX-Karte als Promo, was ganz besonders ist, denn normalerweise bekommen wir bekanntlich gewöhnliche V-Karten als Promo und jetzt so eine ganze Full-Art VMAX-Riesen-Turtok ja, als Promo zu haben, ist ja gigantisch, wortwörtlich gesagt. Also, das ist richtig cool. Das bereitet mir eine unglaubliche Freude. Das könnt ihr ja gar nicht glauben, weil das Artwork so unglaublich stark geworden ist. Also wirklich. Turtok gehört nicht zu meinen liebsten Starter-Pokémon, aber wenn ich das hier so sehe, dann, ja, verschlägt es mir schon tatsächlich die Stimme. Hier haben wir nochmal die Jumbo-Karte, falls ihr das ja übersehen habt. Diese gleicht natürlich der Promo. Des Weiteren gibt es hier eine Code-Karte, die ich jetzt einfach mal für mich behalte. Und natürlich die Sleeves, die diesem Produkttyp einzigartig macht. Ein schönes Turtok. Das tun wir jetzt einfach auch mal im Hintergrund hin, denn das soll auch gewürdigt werden. Das ist eigentlich der Grund, wieso man sich diese Kollektion Box holt, oder? Denn ja, jetzt kommen wir zu der Produktauswahl und diese ist jetzt nicht sonderlich spannend, denn es gibt zum einen Kampfstile, was mich eher weniger interessiert, das Ganze sogar doppelt. Dann Flammende Finsternis, hier haben wir die Chance auf potenziell schöne Karten. Und Ultra Prisma, so mein Highlight einfach aufgrund der, ja, ihr wisst es, der guten Cynthia. Und ich glaube, so wird auch die Reihenfolge des heutigen Videos sein. Dann starten wir auch direkt mit dem guten Wulauso in der fokussierten Angriffsformation von Kampfstile. Ich wünsche mir an dieser Stelle ganz viel Glück und euch natürlich ganz viel Spaß mit diesem Opening. Dieser Code ist für euch. Viel Spaß damit. Zieht was Gutes. Hoffentlich etwas Schönes für eure Online-Sammlung oder was Spielbares. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das drei oder vier Karten waren. Wir werden es herausfinden. Lasst euch einfach mal überraschen. Wir haben hier ein Remoraid, ein Imantis, das Flunkiefer, Mankey, eine Energiekarte, Noctuska, dahinter ein starkes Strepoli, Energieaufbereitung, Palimpalim als Reverse-Karte und unsere erste Rare des heutigen Openings ein Belectro. Das haben wir auch schon im letzten Part zu Gesicht bekommen. So, hier ist der nächste Code für euch und das nächste Booster-Pack für mich. Wir starten dieses Mal mit dem Thermopod, Onix, Palimpalim von vorhin, Klunkett. Wir haben einen Zenseki, die Feuerenergie, das ist immer ein gutes Zeichen. Ultrigaria, Luxio. Jetzt wird es spannend, denn dahinter folgt die Reverse-Karte Venuflibis und Noctuska. Okay, aber jetzt haben wir die Rare. Dieses ist ein
Zenlong, ein gewöhnliches Zenlong in Regular Rare. Schade. Hätte ja klappen können. Und jetzt lege ich die ganze Kraft auf das Set Flammende Finsternis. Das letzte Mal, wo wir Flammende Finsternis geöffnet haben, liegt auch mittlerweile schon so sehr zurück, dass ich mich gar nicht mehr erinnere, welche großen Hits man hieraus ziehen möchte. Klar gibt es diesen einen Feuerdrachen, aber ja, das liegt jetzt nicht unbedingt in meinem Interesse. Trotzdem würde ich den sehr gerne mitnehmen, falls wir die Chance haben. Wir haben hier an dieser Stelle einen Gala Flampion, eine Elektroenergie, Visenio, das seltene Fossil, was 70 KP hat. Wie kann denn ein Objekt in Anführungszeichen 70 Lebenspunkte haben? Das ist fragwürdig. Beantwortet mir mal gerne ja, die Frage in den Kommentaren. Das würde mich brennend interessieren. Also das ist anzuzweifeln. Wir haben ein Dartignis, das Granbul in Reverse Rare. Schön, schön. Eine Sternkarte für unsere Sammlung. Und dahinter haben wir ein Libeldra. Zwar auch ein Drache, aber nicht das, was ich unbedingt sehen wollte. Dennoch, das Granbul ist quasi unser erster Hit. Man muss ja alles dankend annehmen, insbesondere in der Weihnachtszeit. Und deswegen sleeven wir das Granbul ein und tun es einfach mal hier neben dem gewaltigen Turtok. So, letztes Booster-Pack. Endlich etwas aus Sonne und Mond, das vermisse ich ja sehr. Also ich mochte den Zyklus tatsächlich ganz gerne, auch wenn beispielsweise die GX-Karten noch nicht so ausgereift waren und die Artworks ja gewöhnungsbedürftig waren. Aber dennoch, Ultra Prisma ist ein grandioses Set gewesen mit ja erstmalig den Goldkarten von Solgaleo und Lunala. Ich habe mich in den damaligen Videos sehr gerne mal versprochen, was das anbelangt. Ich habe früher mal gesagt, Ultra Necrozma wäre in diesem Set, aber das habe ich ja ganz gerne mal mit Majestät der Drachen verwechselt. Aber jetzt weiß ich, es gibt hier Solgaleo und Lunala zu ziehen, aber auch die wunderschöne Cynthia Full Art. Also bitte, gebt mir Last Pack Magic für dieses heutige Türchen-Video. Das letzte Booster-Pack hat in diesem Falle das Riolu zu Anfang, ein Kaumalat, Glibunkel, Starter-Pokémon Chillast, sehr, sehr schön, Roselia, eine Feuerenergie, das ist hoffentlich das Zeichen, das wir gebraucht haben, Skuntang Elektrodisk, danach haben wir ein Tortunator, Jan Mega als unsere Reverse-Karte und dahinter der potenzielle Hit. Ein gewöhnliches Lamelux. Schade, schade, Schokolade. Das ist, glaube ich, nicht das, was ich mir ersehnt habe. Und das wäre es auch schon mit dem heutigen Video gewesen. An dieser Stelle muss ich mich auch schon leider von euch verabschieden. Hier nochmal die Puls des heutigen Tages, das Granbul und natürlich unsere Promo, das Turtok VMAX, was man nicht vernachlässigen sollte. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Ich freue mich sehr auf euch, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Starterkalender. Und ja, ich verabschiede mich in diesem Sinne. Haut da rein, bis zu den nächsten Videos. Eure Fanza und ciao, ciao!